So, herzlich willkommen zum Video. In diesem Video geht es um das Thema Effizienz bei Algorithmen und Datenstrukturen. Algorithmen und Datenstrukturen sind ein zentrales Thema in der Informatik, besonders in der Softwareentwicklung. Und heute, wie gesagt, geht es mal um die Effizienz, beziehungsweise was es damit genau auf sich hat. Ob die Frage nach möglichst effizienten Algorithmen und Datenstrukturen heute überhaupt noch aktuell ist, ne? Weil es gibt nämlich Personen, die argumentieren, ist eigentlich ein Relikt aus vergangenen Tagen, weil angeblich bei den heutigen leistungsfähigen Computern würde man das eigentlich gar nicht mehr brauchen. Und wir wollen auch hier uns mal anschauen, wie man die Effizienz angehen kann, wie man sie praktisch messen kann. Ja. Darum soll es jetzt hier auch gehen. Und zwar, Effizienz, wie gesagt, spielt besonders eine Rolle bei dem Thema Algorithmen und Datenstrukturen. Ja. Algorithmen und Datenstrukturen. Das ist ein zentrales Thema in der Informatik. Es sei hier noch bemerkt, das Thema Datenstrukturen ist auch unteilbar mit dem Thema Algorithmen, weil auch bei Datenstrukturen haben sie mit integriert Algorithmen, um dann zum Beispiel entsprechende Operationen auszuführen. Beispielsweise können das sein Einfügen von Elementen, Entfernen von Elementen, Sortieren oder Suchen von Elementen etc. Da haben Sie also auch dann wiederum Algorithmen und die sollten natürlich dann auch möglichst effizient sein. Was versteht man jetzt aber eigentlich unter Effizienz? Na, da versteht man zentral zwei Themen. Und zwar einmal die Laufzeit eines Algorithmus, na, und auf der anderen Seite den Speicherverbrauch. Speicherverbrauch. Bekomme ich hier gar nicht mehr hin. Gut, macht auch nichts, muss ich weniger schreiben. So, das sind also die zwei zentralen Themen, die wir hier haben, beziehungsweise Bestandteile unseres Begriffs Effizienz. Wir haben einmal die Laufzeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite den Speicherverbrauch. Laufzeit ist Ihnen bestimmt schon öfters begegnet. Sie lassen auf Ihrem Computer ein Programm laufen und müssen ewig warten, bis es fertig ist. Da haben Sie die Laufzeit schon kennengelernt. Den Speicherverbrauch haben Sie so eigentlich noch nicht kennengelernt in dem Sinn. Das ist nämlich eigentlich die Belastung des Arbeitsspeichers durch den Algorithmus selbst. Nämlich wenn er gezwungen ist, zuzüglich Daten im Arbeitsspeicher abzulegen, genau dann beginnt nämlich ein Verbrauch des Arbeitsspeichers speziell durch den Algorithmus und nicht durch die Instanz des Problems. Ein Algorithmus können Sie sich vorstellen nach folgendem Prinzip. Stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Box. Na? Das ist jetzt unser Algorithmus. Ich kürze jetzt einfach mal ab mit ALG. Hier geht eine Instanz des Problems geht hier rein. Na? Beispielsweise, das könnte jetzt ein Algorithmus sein, der den Auftrag hat, eine Folge, eine Zahlenfolge nach einer bestimmten Zahl zu durchsuchen. Na? Also stellen Sie sich vor, Sie haben als Datenstruktur haben Sie ein Array, na? Und in diesem Array sind ganze Zahlen. Und der soll jetzt hier nach einer bestimmten Zahl in diesem Array suchen. So, jetzt ist es natürlich so, das ist jetzt eigentlich unser Problem. Na, also eine Zahlenfolge zu durchsuchen, das ist das Problem, was der Algorithmus lösen soll. Für dieses Problem gibt es jetzt aber bestimmte Instanzen, also beziehungsweise Instanzen entsprechender Größe. Na, also anstatt so einer Kiste wie hier, kann es zum Beispiel auch so eine Kiste sein oder noch eine größere Kiste, na, die Sie hier hineinstecken und der soll dann hier entsprechend die gewünschte Zahl suchen und soll Ihnen dann einfach ausgeben, ob er sie gefunden hat und vielleicht noch an welcher Stelle er sie gefunden hat. So. Und diese verschiedenen Instanzen ist letztendlich nichts anderes als die verschiedenen Größen des Arrays, was wir hier eingeben können. Na?
Und je nachdem, wie groß dieses Array ist, man sagt dann Eingabegröße. Ne? Also je nachdem, wie groß dieses Array ist, muss der natürlich hier entsprechende Schritte ausführen, ne? Bis er dann entsprechend entweder die Zahl gefunden hat oder bis er weiß, okay, in dieser Zahlenfolge ist die Zahl gar nicht vorhanden, die gesucht wird. Ne? So, hier geht im Übrigen aus dem Algorithmus natürlich irgendwas raus. Wir generieren irgendwelche Ausgabedaten. Das ist dann im Prinzip nichts anderes als in dem Fall hier auch das genannte Problem, dass wir zum Beispiel den Index zurückgeliefert bekommen, wo er die Zahl gefunden hat. Oder wenn er nichts gefunden hat, liefert er uns einen Fehlercode, zum Beispiel minus 1. Ne? So, und dann wissen wir Bescheid. Die Eingabegröße n, ne, verwendet man da oft. Das wäre in diesem Fall bei diesem genannten Beispiel, wäre das die Größe des Array. Je nachdem, wie effizient jetzt dieser Algorithmus ist, ne, muss er eine entsprechende Anzahl an Schritten ausführen für eine entsprechende, also in Abhängigkeit einer entsprechenden Eingabegröße. Und hat dann auch entsprechend eine entsprechende Laufzeit. Ne? Diese Laufzeit, wie gesagt, die sollte möglichst gering sein. Man gibt die Laufzeit gerne in Laufzeitklassen an, sogenannte Komplexitätsklassen. Das macht man mit der O-Notation allgemein. Zum Beispiel hier. F von n ist in diesem Fall eine einfache Funktion. Ne? Funktion lauter. Laufzeitfunktion, schreibe ich mal in Laufzeitfunktion in Abhängigkeit von n. Von n. Aus diesem Grund habe ich hier das n hier auch noch hingeschrieben. Das ist eine Abhängigkeit von n. Und diese Laufzeitklasse gibt im Prinzip an, dass sich diese dass die Anzahl oder dass die eigentliche Laufzeitfunktion, na, die wir für unseren Algorithmus ermittelt hatten, annähernd so stark wächst, na, wie hier angegeben. Na. Beispielsweise, es gibt zum Beispiel die Komplexitätsklasse O von n, das wäre eine lineare Laufzeit. Na. Lineare Laufzeit, das heißt also die Laufzeit des betrachteten Algorithmus, wäre dann linear oder annähernd linear, ne, zur Eingabegröße hin. Das heißt, wenn die Eingabegröße 5 wäre, beispielsweise unser übergebenes Array hätte die Länge 5, es wären 5 ganze Zahlen enthalten, dann müsste der rein näherungsweise 5 Schritte ausführen. Ne? Das wäre zum Beispiel die Laufzeit eines rein intuitiv entwickelten Suchalgorithmus, der zum Beispiel bei einer entsprechenden Folge von ganzen Zahlen, na? Na, zum Beispiel 3, 7, 5, 6 und so weiter, würde er einfach zum Beispiel hier starten und würde dann einfach durch das gesamte Array hier durchwandern und würde dann einfach jeden Eintrag mit der gesuchten Zahl vergleichen. Und wenn er sie gefunden hat, liefert er uns den Index zurück. Oder wenn er am Ende des Arrays, also zum Beispiel hier irgendwo angelangt ist, dann und er hat nichts gefunden, liefert er uns einfach minus 1 zurück. Ne? Hätten wir diese Laufzeitklasse. Ne? Es gibt auch noch zuzüglich auch andere Algorithmen natürlich, wo wir andere Laufzeitklassen haben. Was zum Beispiel auch noch gibt, ist eine quadratische Laufzeit. Ne? Es gibt eine kubische Laufzeit. Es gibt dann auch noch ganz kriminelle Geschichten, das schreibe ich hier weiter. Zum Beispiel gibt es auch noch eine exponentielle Laufzeit, ne? Zum Beispiel so geschrieben, na, für eine allgemeine Basis. Ne? Hier wird dann zum Beispiel auch gerne, was auch in der Literatur zu finden ist, da wird auch gerne die 2 als Basis verwendet. Ne? Oder was noch extremer wäre wie eine exponentielle Laufzeit, wäre eine Laufzeit zur Fakultät hin. Ne? Humane Laufzeiten, sehr, sehr humane Laufzeiten ist eigentlich schon das hier, ne? Diese drei, also eine lineare Laufzeit oder eine potentielle Laufzeit mit kleinem Exponent. Oder was noch humaner wäre, wäre eine logarithmische Laufzeit, ne? Logarithmus
zu n. Oder, was auch noch geht, n log n. Das geht im Prinzip auch. Das sind die humansten im Übrigen, diese beiden hier. Ne? So, das wäre also das. Und letzten Endes soll der Algorithmus so realisiert sein, dass die Anzahl an Schritten, und davon gehen wir aus, Laufzeit wird nicht in Sekunden oder in irgendeiner Zeiteinheit, Minuten, Stunden oder was gerechnet, sondern das wird in Abhängigkeit der Schritte, das wird in Schritten bestimmt, die ein Algorithmus in Abhängigkeit einer Eingabegröße ausführen muss. Formal drückt man das Ganze dann durch eine solche Laufzeitklasse dar, wobei man dann hier entsprechend eine allgemeine Funktion reinpackt, zum Beispiel die Funktion f wäre dann in diesem Fall eine lineare Funktion, hier eine quadratische Funktion, eine kubische, eine exponentielle, um hier deutlich zu machen, dass die Laufzeit in etwa so wächst, ne, wie hier innen drin diese Funktion. Ne. Als Beispiel mal, wenn wir mal konkret mit Zahlen, Zeiten arbeiten wollen, dass wir mal eine Vorstellung haben, wenn wir eine exponentielle Laufzeit haben, zum Beispiel 2 hoch m, ne, bei irgendeinem Algorithmus, ne, wir haben hier die Anzahl n der Angabegröße, hier haben wir die Schritte, das kürze ich jetzt mal mit s ab, hier haben wir die Zeit, ne, so, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir das Ganze auf einem Beispielcomputer betrachten, der pro Schritt jetzt zum Beispiel eine Mikrosekunde benötigt. Eine Mikrosekunde, Mikrosekunde pro Schritt. Ja. Da wäre es zum Beispiel hier schon so, bei n gleich 1, das habe ich mir hier auf dem Blatt Papier vorgeschrieben, bei n gleich 1 hätten wir hier zwei Schritte, die er benötigen würde. Ja, 2 hoch n wären etwa zwei Schritte. Das wären dann zwei Mikrosekunden. Bei 10, Eingabegröße 10, stellen Sie sich nochmal dieses Beispiel mit dem Array vor, wo er einfach eine Zahlenfolge durchsuchen soll. Ne? Und stellen Sie sich jetzt vor, jetzt hätten wir hier wirklich einen richtig, richtig extrem schlechten Suchalgorithmus, der hätte eine exponentielle Laufzeit, rein beispielhaft wohlgemerkt. Ne? Dann würde der hier für ein Array der Länge 10 zu durchsuchen, bräuchte der dann 1000 Schritte. Das wäre dann hier schon eine Millisekunde, die er benötigen würde. Hört sich noch nicht viel an, eine Millisekunde. Na, aber wenn wir schauen, dass wir hier erst ein Array durchsuchen, der Größe 10, ist das schon viel. Und wenn wir jetzt ein Array hätten, beispielsweise der Größe 100, also mit 100 ganzen Zahlen zum Beispiel, dann müsste er hier schon eine Milliarde Schritte ausführen. Und dann wäre hier etwa 20 Minuten bereits beschäftigt, wenn wir, wie gesagt, von einer Mikrosekunde pro Schritt ausgehen. Wir stellen uns vor, wir hätten ein Array, hoppala, da habe ich mich im Übrigen verschrieben, Entschuldigung, ne? Kommando zurück, hier hätten wir nicht eine Milliarde Schritte, ich habe mich vertan, habt ihr eine verkehrte Tabelle gesehen, hier hätten wir etwa 10 hoch 30 Schritte. Wenn es nur 10 hoch 9 gewesen wären, wäre es noch schön gewesen an der Stelle. Und wenn es nur 20 Minuten gedauert hätte, wäre es auch noch schön gewesen. Ist aber leider nicht so. Wir haben hier eine exponentielle Laufzeit. Bei der Eingabegröße 100 hätten wir hier 10 hoch 30 Schritte, die der Algorithmus ausführen müsste. Also eine 1 mit 30 Nullen. Der bräuchte dann etwa 10 hoch 16 Jahre. Na? Zum Vergleich, unsere Erde ist erst ein paar Milliarden Jahre alt. Na? Und hier bräuchten wir schon 10 hoch 16 Jahre. Bei 1000, Angabegröße 1000, da schreibe ich jetzt nur noch da unten hin, da bräuchte er in etwa 10 hoch 287 Jahre, bis er da fertig ist. Na? So, das war jetzt eine exponentielle Laufzeit. Ne? Also hier sehen Sie auch schon, es muss möglichst effizient sein. Ne? Also wenn Sie gerade bei diesem Beispielalgorithmus, den wir uns hier vorgestellt haben, die Möglichkeit hätten, das Ganze wesentlich zu verbessern, dann sollten Sie es machen, dass Sie auf eine bessere Laufzeit kommen, weil das hier wäre eine Katastrophe.
Es lässt sich anwenden, okay. In der Praxis ist ja, hat man ja oft nicht den Fall, dass man eine exponentielle Laufzeit hat, sondern man hat zum Beispiel oft andere Laufzeiten, beispielsweise eine potenzielle Laufzeit, zum Beispiel eine kubische Laufzeit, N hoch 3. Das ist häufiger. Ne? Das ist häufiger. Da machen wir es genauso. Wir schreiben uns hier wieder die Schritte auf. Wir schreiben uns, Quatsch, hier die Eingabegröße auf, hier die Schritte und hier die Zeit. Klick, Klick, Klick. Wir gehen auch hier wieder davon aus, dass unser Rechner pro Schritt eine Mikrosekunde benötigt. Bei einem Schritt, bei Eingabegröße 1 haben wir einen Schritt, bräuchte eine Mikrosekunde. Ne? Bei Eingabegröße 10, also stellen Sie sich vor, ein Array der Länge 10, dann bräuchten wir hier schon 1000 Schritte, das wäre dann schon eine Millisekunde. Als nächstes Eingabegröße 100. Da wären es jetzt 1 Milliarde Schritte. Da bräuchte er jetzt etwa 20 Minuten. Ne? So, wenn sich jetzt das allerdings vor Augen halten, bei einer Eingabegröße von 100 brauchen wir schon etwa rund 20 Minuten. Ist das auch schon ein bisschen happig. Ne? Ein Anwender, eine Anwenderin möchte in der Regel, dass das Programm möglichst schnell läuft. Ne? Und bei einer Eingabegröße von 1 Million, da müsste er dann schon 10 hoch 18 Schritte ausführen. Das wären dann in etwa 30.000 Jahre. Ja. Da brauchen Sie sich dann aber keine Gedanken mehr zu machen. Bis der dann fertig ist, liegen Sie schon längst, längst auf dem Friedhof. Das wäre also das. Wie Sie also hier sehen, auch bei Laufzeiten, wie zum Beispiel potenziellen Laufzeiten, zum Beispiel hier der kubischen Laufzeit, die häufiger vorkommen, da wird es auch schon kritisch. Ne? Das heißt also, hier sollte man im Idealfall auch schauen, dass man den Algorithmus effizienter gestaltet, ne? Weil man ansonsten unangenehme Probleme bekommt. Ne? Zu der Frage, wie kann man die Laufzeit noch kompensieren? Sie können Laufzeit allgemein durch die Hardware kompensieren. Das heißt also, je nachdem, wie leistungsfähig Ihre Maschine ist, Ihr Rechner ist, da können Sie die Laufzeit damit kompensieren. Der nächste Punkt wäre das Betriebssystem. Mit einem neuen aktuellen Betriebssystem können Sie auch die Laufzeit entsprechend kompensieren. Ja. Das Einzige, was Sie hier allerdings kompensieren, ist im Übrigen die Zeit, die der Rechner für die Ausführung eines solchen Schrittes hier benötigt. Wir sind ja hier oben bei diesen Beispielen in der Tabelle sind wir davon ausgegangen, dass unser Beispielrechner 1 Mikrosekunde pro Schritt benötigt. Das heißt, diese Zeit können Sie dann minimieren, ne? Dass er vielleicht nur noch ein paar Nanosekunden braucht, ne? Als Beispiel, im Idealfall, ne? Problem ist allerdings diese Bereiche hier, ne? Hardware und Betriebssystem. Hat eigentlich der Programmierer, die Programmiererin an sich nicht mehr in der Hand. Das ist eigentlich Aufgabe des Anwenders. Ne? Ich als Programmierer kann zum Beispiel nur schauen, dass ich den Algorithmus oder die Datenstruktur möglichst effizient konstruiere oder dass ich das Ganze, das wäre der nächste Punkt, mit einer möglichst effizienten Programmiersprache realisiere. Also hier kommt der Poppler, hier kommt der Punkt Programmiersprache ins Spiel. Programmiersprache. Es gibt ja effiziente und auch weniger effiziente Programmiersprachen. Zum Beispiel eine sehr ineffiziente Programmiersprache wäre zum Beispiel Python. Ne? Die ist sehr ineffizient. Ne? Eine sehr effiziente höhere Programmiersprache wäre C. Ne? Was man dazwischen ansiedeln kann, wäre Java. Da werde ich aber auch noch ein Video dazu machen. Mit Hilfe der Programmiersprache an sich machen Sie auch wiederum nichts anderes als die Zeit, die der Rechner für die Abarbeitung eines entsprechenden Schrittes benötigt, die zu verkürzen.
Beachten Sie allerdings, dass ein Rechner nicht konstant viel Zeit pro Schritt braucht, sondern das hängt immer von dem jeweiligen Algorithmus ab. Das heißt, je nachdem, was da zu machen ist, was da an Aufgaben auf den Rechner zukommen, benötigt der dann eine entsprechende Zeit für so einen Schritt auszuführen. Den Vorteil ist jetzt allerdings dieser Punkt hier, ne? Das kann der Programmierer oder die Programmiererin beherrschen, ne? Nämlich durch die Wahl einer entsprechenden Programmiersprache. Der nächste Punkt kürze ich einfach ab: Algorithmen und Datenstrukturen. Daten, ja, Strukturen. Das heißt also, dass man diese entsprechend entwickelt. Hiermit, das ist ganz interessant, indem man die entsprechend entwickelt, kann ich tatsächlich dafür sorgen, dass die Anzahl der Schritte möglichst minimiert wird. Ich kann also daraus natürlich auch die Laufzeit sehr stark reduzieren. Warum arbeitet man jetzt allerdings im professionellen Bereich, wenn es darum geht, wenn man von Laufzeit spricht oder das Ganze irgendwie festzulegen, im Prinzip mit einem Maß, ne, zum Beispiel diese Komplexitätsklassen, warum arbeitet man da überhaupt mit Schritten, ne? Warum geht man da immer davon aus, wie viele Schritte muss der Algorithmus in Abhängigkeit von Enden etwa ausführen und versucht das hier formal zu greifen mit einer entsprechenden Komplexitätsklasse? Das ist ganz einfach. Die Schritte, die der Algorithmus in Abhängigkeit von N ausführen muss, die ist bei jeder Umgebung, ne, das bedeutet, bei jedem Rechner, bei jedem Betriebssystem, bei jeder Programmiersprache, in der Sie das Programm realisieren, ist die Anzahl an Schritten, die der Algorithmus oder die Algorithmen, die in der Datenstruktur verankert sind, ausführen müssen, gleich. Ne? So. Deshalb ist das ein Maß, mit dem man hier arbeiten kann, wirklich plattformunabhängig, vollkommen egal, was Sie für einen Rechner verwenden oder der Benutzer für einen verwendet oder was für ein Betriebssystem verwendet wird oder was Sie für eine Programmiersprache verwenden. Und aus diesem Grund arbeitet man damit. Während der andere Punkt, also hier mit diesen Zeiten, dafür müsste man erst einmal wissen, wie lange braucht der Rechner hier konkret für einen Schritt auszuführen, dieses besagten Algorithmus. Das kann auch nochmal schwanken. Von Algorithmus zu Algorithmus schwankt das, je nachdem, was da genau gemacht werden muss. Dann kommt es darauf an, was verwenden Sie für eine Programmiersprache. Dann kommt es darauf an, was haben Sie für ein Betriebssystem. Dann kommt es darauf an, wie leistungsfähig ist Ihr Rechner. Na? Das heißt also, die Zeiten hier bringen mir eigentlich nichts, ne? Sondern das kann ich nur, wenn ich von einem konkreten Computer, von einer konkreten Maschine mit ihrem Betriebssystem ausgehe und das Ganze noch in einer entsprechenden Programmiersprache geschrieben ist, wo ich kenne, dann kann ich das so machen, aber es geht um die Allgemeinheit und das Ganze für die Allgemeinheit zu formulieren. Das heißt, hier kommt es auf die Allgemeinheit an, deshalb arbeitet man hier in Schritten, die ist nämlich immer gleich, egal bei welcher Maschine. Ne? Nur aus diesem Grund macht man das so. Das heißt also, gerade speziell die Laufzeit und letzten Endes die Effizienz spielt auch noch heute eine Rolle. Der nächste Punkt war ja dieser Speicherverbrauch. Ne? Da spricht man auch von Speicherkomplexität. Wir haben das Ganze jetzt hier oben betrachtet für die Laufzeit, dann spricht man von Laufzeitkomplexität. Betrachten Sie das Ganze für den Speicherverbrauch, spricht man von Speicherkomplexität. Bei der Speicherkomplexität arbeitet man auch mit dieser O-Notation, ne? Also OF von N. Ne? Na, im Prinzip hier das Maß aller Dinge. Ne? Und das gibt man dann genauso an. Ne? Als Beispiel. Wenn Sie zum Beispiel dies hier haben, O von N als Speicherkomplexität, dann hätten Sie einen linearen Speicherverbrauch. Das heißt, wir stellen uns das nochmal vor, wir haben hier unseren Algorithmus. Da geht jetzt beispielsweise als Instanz, führen Sie hier ein Array ein. Ein Array der Größe N, ne, wo also beispielsweise N ganze Zahlen abgelegt sind. Der Algorithmus soll beispielsweise da irgendwas drin suchen oder irgendwas drin machen, was auch immer. So. Allerdings muss er jetzt hier nochmal selbstständig einen Speicher anlegen. Beispielsweise, weil er aus irgendwelchen Gründen dieses Array hier nochmal komplett kopiert in eine neue Instanz des Arrays. Ne? So, das heißt also, das, was wir hier an Speicherverbrauch schon durch dieses Array haben, was wir dem Algorithmus zuführen, muss der Algorithmus hier nochmal im Hauptspeicher anlegen, reservieren. Ne?
Er muss hier also nochmal Speicher anlegen und dann diesen Speicher reinschreiben und hin und her. Und dann haben wir einen Speicherverbrauch, der linear ist, weil er genau die Größe, die dieses Array hier hat, nochmal zuzüglich für seine Kopie, die er aus irgendwelchen Gründen anfertigt, hier nochmal im Speicher anlegen muss. Ne? Und dann hier irgendwelche Ausgaben zu generieren. Ne? Im Idealfall soll dein Algorithmus keinen Speicherverbrauch haben, allerdings ist das schön gesagt. Ne? Es wird immer Fälle geben, wo allerdings ein Algorithmus zusätzlich auch nochmal Speicher benötigt. Ne? Und wo wir aus diesem Grund auch einen Speicherverbrauch haben. Wenn dies der Fall ist, gilt genau das gleiche wie oben bei der Laufzeitkomplexität. Achten Sie darauf, dass dieser Speicherverbrauch dann möglichst gering ist, zum Beispiel linear oder in einem logarithmischen Bereich sogar liegt. Ne? Auch hier gilt, ne, das Ganze sollte hier immer mit Bedacht gewählt werden. Und auch aus Sicht der Praxis, ne? Vor allen Dingen, wenn wir nochmal zu dieser Laufzeitkomplexität kommen, hier ist es oft so, dass selbst ein schlechter Algorithmus, der also eine hohe Laufzeitklasse hat, ne? Stellen wir vor, wir haben zwei Algorithmen, ne? Der eine Algorithmus hat die Laufzeitklasse G von M und die ist jetzt größer als die des zweiten Algorithmus, der hat eine Laufzeitklasse f von m. Ne? So, der eine Algorithmus, erster Algorithmus und zweiter Algorithmus. Ne? Der erste Algorithmus ist also rein von der theoretischen Betrachtung anhand dieser Zeitkomplexität, ist der also schlechter wie der zweite. Aber in der Praxis kommt es oft darauf an, welche Instanzen des Problems dieser Algorithmus bearbeiten soll. Also beide Algorithmen sollen die gleiche Klasse von Problem lösen. Na? Wenn es jetzt allerdings so ist, dass später in der praktischen Anwendung, na, beispielsweise beim Kunden, na, die Instanzen des Problems sehr klein sind, na, so, dann kann es möglich sein, dass dann hier dieser schlechtere Algorithmus, na, der rein vom theoretischen Standpunkt der schlechtere ist, weil diese Komplexitätsklasse größer ist, dominanter ist, wie bei dem anderen, dass sie dann vielleicht doch die bessere Wahl ist. Na. Das hängt natürlich immer davon ab, wie groß letzten Endes die Eingabengrößen sind. Also wenn sich später in der Praxis, wie gesagt, herausstellt, der Algorithmus soll doch lieber nur kleine Instanzen des Problems, also für kleine Eingabegrößen arbeiten, dann kann es möglich sein, das muss man natürlich immer ausprobieren, dass der schlechtere Algorithmus in dem Fall der bessere ist. Ne? Muss man immer betrachten. Aber was wichtig ist und was ich Ihnen hier zu verstehen geben wollte, auch die Frage der Effizienz ist heute noch von Bedeutung. Es wird heute immer noch nach effizienten Algorithmen und Datenstrukturen für die verschiedensten Anwendungen gesucht. Und das Argument, das braucht man, oder der Spruch, das braucht man nicht, weil wir haben ja heutzutage so leistungsfähige Computer, dass das überflüssig, das ist Quatsch. Ne? Okay. Bedanke mich an dieser Stelle wieder fürs Zuschauen. Würde mich noch über ein Abonnement freuen. Vielen lieben Dank.